Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 AK GmbH auf der Nordfriesischen Marsch. Ich denke mal, das wird heute die allerletzte Folge sein, in der wir den Mais hexen werden. Wir haben eigentlich nur noch dieses eine kleine Stück hier. Die Kollegin mit 8710, da braucht vom Kanzler eigentlich immer nicht mehr wiederkommen. Also der kann, wenn Plan hat, eigentlich mit dem Messerbrezel wiederkommen. Lange Stück ist gerade mal, höchstens gleich nur noch eine Bahn zurück, wobei die dann auch noch halbe Schneidwerksbreite ist und der kleine Zipfel, ehrlich gesagt, das Rangieren vor und zurück, das wird länger dauern als tatsächliche Arbeit, also von daher wollen wir mal gucken, wie das hier ganz entwickelt. So viel wissen wir, wir sind auf der Zielgeraden. Wissen wir auch, was wir überhaupt hier vom Feld runtergeholt haben. Gut, wir hätten natürlich noch walzen können. Sägemittel ist, glaube ich, bestimmt irgendwann mal zwischendurch mal ausgegangen. Das heißt, der Trag hätte auch ein bisschen wieder ausfallen können. Aber ich muss sagen, dafür kann man eigentlich sagen, dass es theoretisch sogar noch ein bisschen mehr geben würde. Vielleicht nicht ganz, nicht sonderlich viel, aber zumindest ein bisschen. Da ist der Wagen gleich voll. Gut, dann fahre ich halt noch mal ein Stückchen, wenn die da lieber ist. So, 3x6, wir sind voll. Kollege, darf's kommen? Setzen wir mal hier irgendwo auf die Strecke. Das trifft sich gut, dass du jetzt genau passend hier bist. Lade ruhig eben. Schließ deine Ladeluke. Ich habe nämlich einen wichtigen Auftrag für dich. Der wichtige Auftrag ist nicht sonderlich schwer zu kapieren. Ist eigentlich ganz simpel. Und zwar schnappst du dir jetzt im Moment deine Messerwalze. Denn dann können wir schon mal mulchen das Feld und dann gleich mit nachher mit einem 6R eventuell Ölrettich ansehen. Ich würde sagen, komm, pflüg das doch einfach. Und sähe vielleicht noch irgendwie Getreide an. Warte, komm, geht das überhaupt noch? Also ich glaube schon, aber ja, könnte man, aber dafür ist keine Zeit mehr. Dafür hätte der Mais halt etwas früher runtergemusst. Damit wir genug Zeit haben, so wie wir das Pflügen schon nicht mehr schaffen und ja. Von daher müssen wir anderweitig uns abhelfen. Der Kollege ist da jetzt gleich eh fertig. So, Messerwalze ist dran und dann geht es jetzt los. Zeit für den großen Auftrag. Ist der Kollege schon hier? Ne, noch nicht. Dann machen wir so. Du fährst einmal eben schön fleißig geradeaus. Dann kann ich dir schon mal einen Kurs generieren. Kurs aus Fahrzeug löschen erstmal. So, und dann den Job erstellen. Du sollst irgendwo hier unten anfangen. 4 Runden, 5,7 Meter darf es wohl machen. So, mal egal sein. Vorgewende, scharf. Und generiere den Feldkurs. So. Kann er jetzt gleich loslegen.
geht die Mitte. Dann wollen wir uns da unten auch bleiben, eben. Der ist ja da hinten und guckt rein hin und den nehmen wir uns mal eben schon reparieren. Safe ist das Gewicht einfach nur. Da kann mir auch keiner erzählen. Da haben wir halt so jetzt mal ein kleines Problemchen. Oder kann man hier doch noch ein CP hier irgendwie einstellen? Kraftstoffminimum, Zustandminimum. Mindestens 0%. Und das kann man gleich operieren. Wir versuchen das einfach nochmal. Die CP hat, machen wir es anders. Und fährt hier halt der normale Helfer. Also eigentlich. Also eigentlich kannst du wieder zurück zum Hof. Jetzt normal. Aber trotzdem steht das Gewicht halt erstmal hier irgendwo am Feldrand. Wie ehrlich gesagt auch kein großes Problem mit, wenn es so sein sollte. Das Gewicht steht dann halt eben hier am Feldrand. Man hätte es jetzt natürlich auch reparieren können. Das ist jetzt auch nicht das größte Problem, aber was ich mir wirklich hier glaube ich wünschen würde, dass man wirklich nicht unbedingt alles hier reparieren muss oder bestimmte Kategorien vielleicht in CP und es da vielleicht nicht ganz so pingelig nimmt. Die sollte repariert werden. Fahr du mal deine Runde. So, und den Burschen, den schnappen wir uns mal eben. Den stellen wir dann hier irgendwo ab. Und hängen dann die Saatmaschine dran. Guck mal, eben kurz im Saatgutrechner. Feld 9. Ölrettich. Das kann nicht viel sein. Ja, knapp 500 Liter. Das ist vielleicht 600, wenn es sein. Weil hier irgendwelche Ungenauigkeiten drin sind. Aber das ist jetzt nicht so die große Summe. Also da sollte man, glaube ich, noch mit leben können. Alles andere als gerade. So, seid ihr endlich mal fertig?
Also, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge. Du stehst in der falschen Richtung. Ach, wissen Sie, die Mittel haben wir sogar noch drin. Du tust wahrscheinlich irgendwo in nichts verpuffen. Das finde ich auch wirklich so bei manchen Gerätschaften irgendwie schade. Dass sie halt nicht ernähren kann, zum Beispiel Kartoffelpflanzgeräten zum Beispiel. Wenn da Saatgut einfüllt, dann musst du das Ding verkaufen, musst du das eigentlich erst leer laufen lassen, bevor du das dann wirklich mal verkaufst. Weil du sonst das Kosten für Saatgut irgendwie wieder runterschaffst. Eigentlich würde ich gerne mit dem Ding eigentlich noch hier das Rostzimmer vorsatz eben zu hoch fahren, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. So. Oh Gott, das brauche ich jetzt nicht. Gemietete Maschinen. Zurückgeben. Darf ich jetzt, ich glaube, ich hätte sowieso den Häcksler nicht entleeren können. Und ja, ein bisschen Siliermittel ist jetzt leider irgendwo im Nichts verpufft, aber ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wir haben dafür jede Menge runtergeholt. Da tun die irgendwann auch mal wieder rein. Wenn es gegangen ist, in allerletzter Not per Schnell einfach der anderen Palette irgendwie dazu hinzufügen. Ist auch nicht das große Problem. Also, dann wollen wir aber mal gucken. Also, Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojaboden. Wie sieht Ölreich eigentlich überhaupt aus? So soll ich hier Zuckerrohr darstellen. Ölreich ist dieses weiße Teil. Ja, perfekt. So, ne, hier ist das nicht. Ja. Okay. So, dann reparieren wir das Teil nochmal. Ich weiß nicht, wie hier bei dem Ding der Zustand aktuell ist. Also ich lasse mich glaube ich dann auch von vornherein am Hof. Na komm. Doch wohl noch irgendwie hin, hier reinzukommen. Freundchen, mach mich jetzt nicht traurig. So. Wir nehmen mal eben kurz. Du bist damit fertig. Du kannst auch mein Ding für heute Feierabend machen. Irgendwas anfangen, da lohnt sich sowieso nicht groß.
sieht das eventuell anders aus, aber ich würde sagen, das entscheiden wir auch erst in der nächsten Folge, denn diese ist schon wieder oben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss. Und bis zum nächsten Mal.